Guten Morgen, Freunde. Meine Stimme. Mein Semester hat wieder angefangen und wir haben heute Donnerstag, da habe ich immer relativ viel in Präsenz. Und ich dachte mir, ich nehme mich heute einfach mal einen Tag mit. Ja, also das gesamte Semester ist in Hybrid. Ich habe auch noch einige Veranstaltungen online, aber ich kann zum Glück auch relativ häufig in die Uni gehen. Also, viel Spaß. Und ich muss jetzt auch los. Ich hatte jetzt gerade Statistik-Tutorium. Ich weiß nicht, ob ich das vorhin gesagt habe, aber ich habe meine erste Veranstaltung geskippt, weil das ist auch ein Tutorium und wir kriegen einfach die Lösung vorgetragen. Aber ich hatte die Lösung schon, also dachte ich mir, ich kann auch ausschlafen, weil, keine Ahnung, das hat nicht so viel Mehrwert. Aber dafür gehe ich heute Nachmittag von einer anderen Veranstaltung in ein Tutorium, in das ich normalerweise nicht gehe, weil mir meins da auch nicht so gefällt. Vielleicht wird es ja besser. Ja. Und jetzt habe ich gleich noch eine Vorlesung in Makro. Und ich glaube, ich gehe davor nochmal in die Bib, weil wir müssen ja immer so Lücken ausfüllen in Folien. Und ich habe die von letzter Vorlesung, die Folien noch nicht. Also noch nicht ausgefüllt halt. Und deswegen mache ich das jetzt mal und dann schreibe ich in der nächsten wieder mit. Also in der jetzt gleich. Okay. Let's go. Hallo, ich dachte mir, ich melde mich mal wieder. Ich war jetzt nach meiner Makro-Vorlesung was essen mit einer Freundin und noch einer, die mit meiner Freundin studiert. Genau, und das ist voll cool, bei uns gibt es irgendwie so einen Foodtruck, der so Pommes und Currywurst verkauft. Auf jeden Fall habe ich mir da eine Pommes geholt. Wir haben auch eine Mensa, beziehungsweise mehrere. Aber die sind immer so voll. Ich weiß nicht. Ich hatte noch nie so viel Zeit, dass ich gesagt habe, gut, ich stemme mich jetzt da an und gehe da was essen. Deswegen war ich bis jetzt nur bei diesem Foodtruck. Aber der ist auf jeden Fall lecker. Ja, und dann hatte ich 2 Stunden frei. So viel zu dem, ich hatte nicht so viel Zeit, in die Mensa zu gehen. Nee, aber ich bin dann mit den 2 nochmal in die
Bib gegangen, habe ein paar Sachen nachbereitet und wir sind jetzt fertig. Und ich muss zu dem nächsten Tutorium in OM. Genau, und eigentlich muss ich mir noch ein Buch ausleihen. Ich versuche mal, das jetzt auch zu kriegen. Naja, ich gehe mal los zu meinem Tutorium. Hoffentlich ist es besser, weil das andere mag ich nicht. Let's go! Das war ein anstrengender Tag. Ich habe jetzt auch Schwimmkurse, beziehungsweise einen Schwimmkurs, den ich gebe. Ich bin direkt von der Uni hierher gefahren und ja, es ist richtig schön, einfach in Präsenz dort zu sein und ich verstehe es auch viel besser. Ich bin heute Mittag da reingegangen in ein anderes Tutorium. Ich weiß gar nicht, ob wir das machen dürfen, aber ich dachte mir so, also es kontrolliert eh keiner, also es ist egal. Und die Tutorin fand ich wesentlich besser und ich habe viel mehr verstanden. Ich finde es manchmal voll erschreckend zu sehen, wie man das gleiche Fach bei einer anderen Person viel besser oder schlechter verstehen kann. Ja, aber ich muss jetzt mal los. Beende das Video dann an der Stelle. Schön, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid. Und ja. Ja, und dann sehen wir uns nächsten Samstag. Tschüss.